Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem Angezockt-Video. Und zwar die Demo von Resident Evil 3 ist draußen. Leute, fangen auch direkt an. Bin gespannt, was das Game so wird. Hab ja einiges schon von gesehen und auch ein bisschen Kritik gehört. Und wir gehen da einfach sorglos rein und schauen es uns einfach mal an. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und let's go! Hey, Captain. Diese nette junge Frau braucht Hilfe. Carlos, du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt. Oh. Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBCS Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten, isoliert. Die meisten der 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden. Korrektur, untot. Okay. Die Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja, nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Okay. Okay. Die brauchen Hilfe. Ich helfe. Vielleicht ist auch bei dem Geld. Man weiß es ja nicht. Nicht ihr. Oh hey. Oh hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Supercop. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Ja. Okay, Grundlagen zuerst. Du brauchst eine Ausrüstung. Geh hoch zur Straße. Da findest du Vorräte. Ist gut. Kurz sehen. Zielverein, Kamera, Kamera inventieren, Anzeige. Dürfte eigentlich alles okay sein. Das aus. Sprache ist an. Tada. Let's go. Dafür können wir schon nicht nehmen. Wir haben ihn ordentlich zugesetzt. Können wir auch nichts machen. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Achso, fuck. Was da so alles auf uns zukommen mag. Ich würde gern eigentlich die Einstellung ein bisschen leichter haben. Einstellen, aber das gibt es ja anscheinend gar nicht. Nein. Lebe mit dem, was du hast. Let's go. Jill, hier Carlos. Bist du schon oben? Noch nicht ganz. Wie lautet der Plan? Der Alte lässt mich die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Wie stelle ich das an? Als erstes brauchen wir Strom. Ich navigiere dich zum Unterwerk, sobald du bei der Hauptstraße bist. Verstanden. Beeilen wir uns. Okay. Hier gab es da einiges. Das scheint irgendwas zu geben. Nö. Hier ist ganz normal die U-Bahn.
Okay, kommt schon ein paar Flüchtige. Kein gutes Zeichen. Müssen die Bahn in Gang kriegen. Nichts gutes Zeichen. Okay. Nee, nicht benutzen. Das hier kombinieren. Das hier kombinieren. Okay. Ist hier hinten noch was? Also die Atmosphäre ist auf jeden Fall wieder am Start. Schade. Er kommt wohl nicht überall entlang. Lecker Schmackifazzi Blutigus. Wir werden das Ganze auch. Einfach in ein Video. Durchspielen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir hier. Auf ein stundenlanges Gameplay. Ja, besser ist, der lebt ihn nämlich noch. In dieser Demo leben werden. Okay, Ausweichschnitt, das hatten wir ja schon. Als geschlossene Gesellschaft. Carlos, ich habe die Straße erreicht. Wohin jetzt? Siehst du einen großen Strommast? Das ist das Unterwerk. Um hinzukommen, musst du durch die Gasse rechts von dir. Du meinst die Gasse, die brennt? Vielleicht. Eine kühle Schönheit wie du und auch bestimmt mit etwas Feuer fertig. Leck mich. Klar. Oh. War das ein Angebot? Ja, wie denn? Ich sehe gerade keine Möglichkeit, was zu löschen. Wenn überhaupt irgendwo hinzukommen. Okay. Tick, Trick und Track sind ausgebrochen. Der zockt aber noch. Na, der auf jeden Fall nicht. Wenn schon was. Oh, ich habe auch nur noch 5 Schuss. Wollte gerade sagen, wenn schon mal was mit Ausweichschritt steht, sollte man das vielleicht auch nutzen. Okay. Nimm das und das. Und ich glaube auch noch das. Voll, den braucht es für das Schießpulver weiter. So, super. Danke. Ja, kennen wir schon. Boah, wir könnten aber ein paar Mal ein Workout machen. Ach komm, hör auf mich zu beißen.
Wie stressig von dir. Chill doch mal dein Leben. So. Damen und Herren. Oh, ein Safe. Schade. Schießpulver. Sehr gut. Sehr schön. Okay. Und noch ein hinterher. Habe ich irgendwas eingesammelt? Der neue Safe ist einfach perfekt. Niemand kennt die Kombination, noch nicht einmal meine Frau. Ist ein Geheimnis zwischen mir und meiner wunderschönen Aqua Crew Königin. Und sie würde sie nie ein Dieb nennen. Aqua. Was weiß ich, was das ist? Aqua Deep Königin. Alles klar. Da weißt du Bescheid. Von hier kamen wir. Geht's hier wahrscheinlich weiter, oder? Pistolenmunition. Okay. Sehr schön. Okay. Pharmazeutisches. Boah! Alter! Opa! Mann! Der war aber nicht so freundlich gesandt, ne? Hab gedacht, okay, lässt ihn mal schlafen. Auf einmal ist das nur ein Wadenbeißer. So ein kleiner Dackel. Also nichts gegen Dackel, aber ihr wisst ja, was ich meine. So, überlegen. Warnung. Wenn du das kombinieren mit das, das geht nicht. Okay. Hochwertiges Schießpulver. Opa! Bleib liegen! Oh, sehe ich genauso. Ich renn einfach in ihn rein. Wie geil. Okay, pharmazeutisches Institut da haben wir durch. Brauchen irgendwas, um Feuer zu löschen. Irgendwas, was wir. Ein Schlauch bestimmt oder so. Was wir. Was wir an den Hydranten machen können, aber. Das muss das Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Okay. Keine Reaktion. Ja, was du nicht sagst, ist ja nicht mal Licht in dem Raum. Keine Reaktion.
Wow. Was ist das? Ach, das ist der Schlauch wahrscheinlich. Brauche einen Bolzenschneider oder so, ne? Das eine Tor hat ja. Schneidet die Kette durch. Ja, fuck. Wo gibt's einen Bolzenschneider? Eine Handgranate, ist auch nicht schlecht. Nehmen wir auch. Ja, super. Brauchen wir einen Bolzenschneider. Wo sollen wir uns den herholen? Ja, hier ist noch ein Laden. Moots Donut. Wäre zwar ein seltsamer Ort für einen Bolzenschneider, aber hallo, ich bin Resident Evil, hier ist gar nichts komisch. Lull. Jetzt kann ich ihn nicht nehmen. Weil ich voll bin. Flintenmunition, GG. Ja, behalten wir mal alles. Okay. Wir müssen eigentlich nur mal kurz wieder rüber, aber gibt es hier drin nicht vielleicht noch was? Platzmangel. Gesund. So, dann haben wir das Schießpulver schon mal am Start. Oh mein Gott! Wow! Wow! Da ist noch einer. Ja, lol. Ja, das ist fair. Was soll ich denn mit diesen Geschirren gegen diesen Nemesis ausrichten? Scheiße, falschen Weg gelaufen. Er kommt doch. Ja, klar. Nein, 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 nein. Er rammt mich, ich bin tot. Er rammt mich, ich bin tot. Wie weit sind wir? Wie ich... Oh. Oh, aber einen Bolzenstein haben wir noch nicht, ne? Ne. Der war hier hinten. Wir kamen ja von hier, ne? Fuck you. Zack. Ein Feuer.
Okay, das war zwar nicht, wo ich hin wollte. Wadenbeißer ist da. Okay. Zum Glück lag hier noch Munition. Wir können das hier einfach mal benutzen. So, jetzt haben wir zwei Granaten. Pistolenmunition und Schrotflintenmunition. Wo war das? Oh mein Gott, wo war denn die scheiß Lage mit der Schrotflinte? Oh ja, wo will du mal? Der war hier, ne? Und tschüss. Werden immer bissiger. Ja. Hier war das Schrotflinte, bin ich mir eigentlich schon fast 100% sicher. Ja. Okay. Let's go, Schrotflinte. Ab ins Gepäck mit dir. Hier wäre das mit dem Licht. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir löschen ja erstmal das Feuer vielleicht. Okay, ein Schuss mitten ins Gesicht reicht. Feuer war doch hier hinten, oder? Das ist so eine kleine Karte und ich verlaufe mich einfach hier wieder. Naja, komm. Oh. Entschuldigung. Fürs Wecken und so. Ne. Hier war das nicht. Ich hab doch wegdrücken gewollt. Ach komm, echt jetzt? Das ist euer fucking Ernst, ne? Das ist doch nicht mein fucking Ernst.
Moment, ist hier vielleicht Safe Point, wenn ich hier reingehe? Ich glaube, ich muss da entlang. Fuck yeah. Okay. Holy schmoly Macaroni. Alter, hat der mich erschrocken. Alles klar. Danke fürs Spiel. Nice. Okay, Leute. Figuren 3 von 20, man kennt ihn. Ich bin gespannt. Das hat ja schon mal einen geilen Eindruck gemacht, Leute. Finde ich. Ich würde mich sehr über Kommentare freuen und auch ein bisschen Bewertung und Like. Das wäre natürlich nice von euch, aber auch nur, wenn es euch gefällt. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid und der Kanal euch anspricht, abonniert mich gerne. Kostenlos. Das wäre nice. Lasst noch ein Däumchen da. Aktiviert die Glocke. Bis dahin. Haut rein.